Jo, meine lieben Freunde, ich wünsche euch ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid, denn heute soll es mal wieder um eine weitere Thematik gehen, die eure Rundenzeiten im Endeffekt, wenn ihr euch diese Thematik verinnerlicht, verbessert oder beziehungsweise eher die Konstanz verbessert, denn wir haben ja schon vieles in der Vergangenheit bei mir auf dem Kanal gesehen. Wir haben das Thema Trailbreaking angesprochen, wir haben das Thema generell Bremsen angesprochen, wir haben uns gewisse Grundsätze im Simracing angeschaut, aber heute gibt es ja sozusagen eine weitere Thematik, die eure Konstanz auf jeden Fall verbessern wird, wenn ihr euch diese Thematik angewöhnt. Und darauf wollen wir heute mal zu sprechen kommen. Ich hoffe, es hilft euch wie immer weiter. Wenn ja, zeigt es mir wie immer gerne mit einem Däumchen und lasst ein Abo da, falls ihr noch kein Abonnent dieses Simracing-Kanals seid. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit der Thematik. Und es soll nämlich heute genau um diese Thematik gehen. Wann oder wie finde ich den richtigen Einlenkpunkt? Beziehungsweise habt ihr überhaupt Einlenkpunkte? Wie hier zum Beispiel in dieser relativ blinden Kurve auf Kyalami. Es ist immer und immer wieder das Gleiche. Gerade diese blinden Kurven, die sind sehr schwierig einzuschätzen. Und genau da sollte man sich zum Beispiel sowas wie auch hier in dieser Kurve auf Kyalami, da sollte man sich immer gewisse Punkte suchen. Zum Beispiel diesen Curb, den ihr jetzt hier rechts seht. Da weiß man zum Beispiel, okay, da fange ich so langsam an einzulenken. Klar, man muss natürlich auch lernen, wie viel lenke ich ein und so weiter und so fort, wie aggressiv lenke ich ein. Aber im Endeffekt ist es nicht nur immer der Bremspunkt, den man sich merken sollte, sondern auch eben dieser Einlenkpunkt. Und gerade, wie gesagt, bei diesen blinden Kurven hier auch ein sehr schönes Beispiel auf Laguna Seca. Ihr seht rechts diese Schilder, kurz nach diesem Zweierschild, was ihr hier rechts seht. Da weiß ich zum Beispiel, okay, hier kann ich langsam anfangen einzulenken und diesen letzten Knick, den musst du natürlich nochmal ein bisschen weiter einlenken. Das kommt natürlich auch immer auf die Kurve an. Wie scharf ist die Kurve, wie schnell kann ich in die Kurve reinfahren und so weiter. Mach die Kurve zu, mach die Kurve auf. Das sind natürlich so Sachen, die man ja damit einkalkulieren muss. Aber grundsätzlich ist es immer eine Hilfe, genauso auch hier 130R. Man muss sich in manchen Kurven einfach Einlenkpunkte zunutze machen oder abspeichern. Genauso wie hier ungefähr bei dem 50-Meter-Schild weiß man, okay, hier muss ich sehr aggressiv einlenken, weil sonst kommst du um diese Kurve einfach nicht rum und ja, kommst entweder zu weit raus oder verlierst das Auto sogar, wenn du zu aggressiv einlenkst oder zu spät einlenkst. Deswegen, das sind alles so Dinge, die sollte man sich auf jeden Fall abspeichern. Nicht nur Bremspunkte, sondern auch Einlenkpunkte. Und da kann ich euch theoretisch noch zigtausend Beispiele nennen. Wir können auch mal hier gleich in dieser ersten Kurve gucken. Da kann man auch ungefähr wieder das 50-Meter-Schild nehmen. Also es ist nicht in jeder Kurve so, weil manche Kurven haben einfach einen gewissen Flow. Da bekommt man dann einfach ein Gefühl dafür. Aber hier in der ersten Kurve zum Beispiel auch beim 50-Meter-Schild weiß man, okay, hier kann ich anfangen einzulenken und dann lässt du dich einfach in diese Kurve reinfallen und irgendwann, wenn man das verinnerlicht hat, dann ist das ja wie aus einem Guss und man muss gar nicht mehr lange drüber nachdenken und man bekommt eine Konstanz da rein. Auch hier auf Silverstone in dieser scharfen Rechtskurve, auch sehr, sehr schwierig, aber hier, wo dieser Teppich anfängt, dieser grüne Teppich, weiß ich, okay, da fahre ich kurz ein bisschen nach außen und lenke dann nach rechts ein und das mache ich einfach immer wieder und immer wieder und bekomme, wie gesagt, eine Konstanz einfach da rein, wie wenn ich ja einmal 2 Meter weiter rechts anfahre, 2 Meter weiter links, 2 Meter weiter später irgendwie einlenke und dann habt ihr einfach im Endeffekt eine Unkonstante da drin, die sich immer und immer wiederholt. Und so sind natürlich eure Rundenzeiten dann auch dementsprechend unkonstant. Also probiert das auf jeden Fall mal aus, Freunde. Was ich jetzt auf jeden Fall in diesem Video aber auch noch kurz ansprechen wollte, ist das Thema Livestreaming. Also ich habe schon in den letzten Videos häufiger mal angesprochen, dass ich ja jetzt auf Twitch livestreame. Und da hat ja zum Beispiel auch gerade die Liga angefangen von Rennwelten, die GT3 Pro League. Deswegen, Freunde, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr da alle miteinander in Zukunft am Start seid und wir einfach geile Rennen Action live erleben können, mit mir zusammen. Und ja, ihr könnt mir die Däumchen drücken, ihr könnt mich unterstützen sozusagen, mental und ja, zum Beispiel auch im Chat oder so. Da würde ich mich riesig drüber freuen, weil das macht wirklich extrem Spaß und ich hätte nie gedacht, dass Livestream mir wirklich so viel Spaß macht. Deswegen, ich habe den Link unten in die Videobeschreibung gehauen. Checkt gerne auch meinen Twitch-Kanal aus und wenn ihr zum Beispiel noch wissen wollt, wie man zum Beispiel seine Bremstechnik verbessert oder auch noch gewisse andere Techniken sich im Simracing aneignen kann, dann könnt ihr hier zum Schluss auf jeden Fall meine anderen Videos im Bereich Simracing auschecken. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in einem meiner nächsten Videos. Meine lieben Freunde, macht es gut. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao.